Hallo, grüß euch. Heute darf ich euch wieder einmal ein Hotel vorstellen, ein ganz besonderes Juwel. Und zwar geht es um das Natur- und Wellnesshotel Höflena in der Steiermark. Wie ihr wisst, verbringen wir unsere Urlaube am allerliebsten sehr naturnah. Und daher zeigen wir euch auch entsprechende Häuser in entsprechender Umgebung. Das Hotel Höflena liegt in der Bergwelt des steirischen Ennstals, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ganz in der Nähe von Schladming, wenn das jemand was sagt. Und schon bei der Recherche über das Hotel haben wir festgestellt, dass dessen Naturphilosophie ganz, ganz ausgezeichnet zu uns passt. Und daher haben wir uns auch entschieden, euch das vorzustellen. Es ist einerseits eben dieses Video entstanden mit schönen Aufnahmen, da bekommt ihr einen guten Eindruck vom Hotel. Und andererseits habe ich einen Beitrag geschrieben, wo einfach viel mehr Hintergrundinformationen noch drinnen sind, wenn es euch interessiert. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Das Hotel Höflena ist ein Traditionshaus, wurde aber gerade in den letzten Jahren sehr ausgebaut und erneuert. Das ist alles funkelnagelneu mit Naturmaterialien. Und das merkt man, man fühlt sich dort pudelwohl, die Gerüche, die Düfte. Wenn man ins Zimmer hineinkommt, ist ein Zirbenzimmer, man kann sich vorstellen, wie das duftet. Und nachweislich weiß man ja, dass dieser Zirbengeruch auf unser Herz-Kreislauf-System beruhigend wirkt. Außerdem sind die Zimmer auch sehr geräumig. Ein Balkon ist natürlich dabei, wir hatten einen wunderschönen Blick auf die Berge. Und auch der ganze wirklich beeindruckende, weitläufige Wellnessbereich ist sehr modern und gleichzeitig aber hat man so Elemente, wie zum Beispiel, da hat man eine Stadelsauna, dann wirklich einen alten kleinen Stadel abgebaut und dort wieder auf errichtet und eine Sauna draus gemacht. Steht im Freien, mit der habe ich eine riesen Freude gehabt. Und auch, also es gibt, das ist nur eine von vielen Natursaunen dort, teilweise im Freien, sowie auch die Pools, die beheizt sind. Und man hat da ein wunderschönes Panorama. Also wir haben uns dort wirklich in diesem Wellnessbereich, der ist außergewöhnlich. Wir haben uns so wohl gefühlt, sieht man nicht alle Tage. Aber seht selbst. Der Aufenthalt war ein Short Retreat mit 3 Übernachtungen und abgesehen von den ganzen Wellnessangeboten hat man auch ein Personal Training da inkludiert. Ich habe das im schönen Yoga-Haus mit der Yogalehrerin Vivian gemacht. Im Short Retreat ist auch ein 100-Euro-Gutschein für eine Spa-Behandlung inkludiert. Ich habe mich hier einem sehr wohltuenden Heilerdewickel vom Toten Meer hingegeben. Eine Detox-Maßnahme, die mir wirklich sehr gut getan hat. Im Hotel werden auch Workshops angeboten, zum Beispiel Kräuterwanderungen, Räucherworkshops. Man kann lernen, Cremen und Salben herzustellen. Also man hat wirklich ein großes Angebot, was man da unternehmen kann und lernen kann. Im Winter sind viele natürlich zum Skifahren dort, im Sommer zum Wandern. Also das ist auch immer saisonabhängig, das Angebot. Aber auf jeden Fall kann man da auch sehr aktiv sein, wenn man das möchte. Ja, und was die Ernährung betrifft, haben wir uns für die Gourmet-Küche entschieden. Wir hätten aber auch Heilfasten- oder Detox-Tage machen können oder eine Low-Carb, glutenfreie Ernährung. All das ist im Angebot. Für uns war es diesmal stimmig, richtig zu schlemmen. Und es war, also aus meiner Sicht, die richtige Entscheidung. Wir hatten ein großes, unglaublich gutes Frühstücksbuffet.
konnte sich einen frisch gepressten Saft machen. Ich habe das sehr genossen. Sehr, sehr guter Kaffee. Also wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Abends dann haben wir ein Mehrgänge-Menü genossen. Es war unglaublich schön und liebevoll zubereitet mit den besten Zutaten. Also uns ist es so gut gegangen. Wir haben auch mittags etwas gegessen. Da gibt es über mehrere Stunden ein Buffet. Wir haben auch mit dem Küchenchef gesprochen, mit dem Dennis, übrigens auch ein Kärntner. Und er erzählt uns, auf was er so Wert legt in seiner Küche. Wir haben sehr regionale Küche, sehr Österreich bezogen, da ich selber ursprünglich aus Kärnten komme. Wir haben bei uns im Haus ein eigenes Konzept, das nennt sich GKH. Also es richtet sich auf gesund, kreativ und heimisch. Dadurch, dass wir mehr Österreich bezogen aufs Heimische gehen, beim Gesunden eher mehr auf vegane, laktose- und glutenfreie Gerichte. Und beim Kreativen kann man auch gern international gehen, also in die mediterrane Küche oder in die rein französische Küche, aber auch so auf Übersee, in die asiatische Richtung und so weiter. Ja, wir haben die Kulinarik hier enorm genossen und auch das Ambiente des auf beeindruckende Weise designten Speisebereichs hat dazu beigetragen. Nicht umsonst hat das Falstaff-Magazin das Hotel Höflena zu den besten Spa-Hotels im gesamten deutschsprachigen Raum prämiert. Und jetzt lassen wir noch die Gastgeberin, die Katrin Höflena, über weitere Besonderheiten des Hotels zu Wort kommen. Es ist also ein bisschen entwickelt, wie wir geworden sind, weil ganz am Anfang waren der Gerhard und ich ein Pärchenhotel. Dann sind die Kinder dazu gekommen, haben einen Kinderclub dazu gemacht. Dann später kommt man drauf, man hat doch wieder Zeit. Yoga-Haus ist dazu gekommen und eins führt zum anderen bis jetzt hin zu dieser Gesundheitsschiene. Dann haben wir im Laufe der Jahre auch total viele Profis kennengelernt, wie jetzt zum Beispiel die Frau Pfeiffer, eine Mitarbeiterin von uns, die Conny Stiegler, die ist sowieso ein Profi auf allem Gebiet von Yoga bis Diätologin. Also, und mit denen gemeinsam haben wir dann diese Pauschalen eigentlich zusammengestellt. Konzentriert eher auf Frühjahr, konzentriert auf Herbst. Diese Ernährungspauschalen, wo jetzt momentan gerade diese Detox nach der TCM läuft. Das ist eine ganze Woche. Im nächsten Monat kommt eine 4-Tages-Pauschale mit Keto und Low Carb. Das ist das eine, die Ernährung. Und das Yoga läuft ein bisschen durchs Jahr durch. Das ist eine Mitarbeiterin von uns, die hat also verschiedene Yoga Sensual, Yoga Balance und Yoga Aktiv. Mhm. Beim Yoga Aktiv zum Beispiel kombiniert sie Sachen draußen. Wandern mit Yoga drinnen, Waldbaden, Meditation in die Richtung. Also auch für Pärchen haben wir wirklich schöne Angebote, die gehen durchs ganze Jahr eigentlich durch. Da gibt's Pauschalen, wo sie sich einen gepackten Rucksack mitnehmen können auf die Wanderungen oder auch in unseren neuen, also das sind jetzt die neuesten Räume, diese Pärchenräume, wo eine Badewanne dabei ist, wo es ein Glas Tocco Rosso gibt, Pralinen und dann Pärchenmassagen, gemütliches Nachruhen. Teilweise haben wir Räume, die haben eine Sauna drin. Ja, es ist uns wirklich eine riesige Ehre, dass wir da unter diesen besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum dabei sind und kürzlich diese Auszeichnung auch mitbekommen haben mit diesen 96 Punkten. Die Familie Höflena hat hier ohne Zweifel ein außergewöhnliches Refugium geschaffen, das wir ohne Einschränkungen empfehlen können. Schaut unbedingt noch in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch den Beitrag, wo ich noch alles viel genauer beschreibe und natürlich findet ihr auch die Webseite vom Hotel. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!